Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. So, wir betreten jetzt den Orkfriedhof und da würde ich jedem empfehlen, dass man einen kleinen Speicherstand hier anlegt. Denn im Orkfriedhof ist es mir schon mal passiert, da habe ich nur mit ein oder zwei Spielständen gespielt und ich durfte fast das ganze Spiel nochmal neu nachspielen, weil es da drin einen kleinen blöden Bug gibt. Jawohl! Ja, aber das ist halt das einzige Manko, sage ich jetzt mal, an Gothic 1. Es ist stellenweise, was ich bei dem Let's Play auch feststellen muss, extrem verbuggt mit dem Abstürzen und so. Wobei ich glaube, die Abstürze eher auch in Kombination mit Fraps kommen. Hallo. Du bist tot. Der hat nicht mal seine Waffe ziehen können. Das ist ja voll gemein. Da haben wir noch einen. Da vorne ist einer. Das war mutig. Blabla. Blabla. Achso, nee, ich hatte gerade Level Up. Okay. Erstmal hier die ganzen Gefahren beseitigen. Mit meinem nahkämpfenden Pfeil- und Bogenmagier. Ork, Killer, etc. Er kann ja irgendwie alles, ne? Ich mache hier einen Alleskönner. Ich kann alles, aber nichts richtig. Das haben wir schon festgestellt. Wir haben hier eine Mumie, hier ist allerdings nichts drin. So, ist hier was drin? Jawohl, Zaubersprüche. Und ist hier was drin? Ein kleiner Heiltrank. Sehr schön. So, dann. Untersuchen wir mal hier den Templer. Aha, okay. Ein bisschen Stuff dabei. Okay. Wow, was war. Habt ihr das gerade auch gelesen, was ich gelesen habe? Ich glaube, ich habe hier was entdeckt, was ich noch nie entdeckt habe. Weißt du, man muss sich einfach ab und zu mal ein paar Sachen anschauen. So. Hier haben wir eine Mumie. Oh, da sind ein paar Heiltränkchen drin. Auch nicht schlecht. Moment, ich habe ganz vergessen, die Zeit mitzustoppen. Das ist immer blöd. Habe ich jetzt hier schon reingeschaut? Ja, hier habe ich schon reingeschaut. So, dann habe ich da vorne irgendwie was gesehen. Und zwar, hier war ein Schalter. Ich habe keine Ahnung, was dieser Schalter macht. Aber wisst ihr, was wir können? Wir können Licht machen. Jawohl. Das ist halt natürlich bequem. Und das ist ein winzig kleiner Vorteil am Magier, er kann alles immer erleuchten und gleichzeitig eine Waffe in der Hand haben, beziehungsweise ohne Magie ausüben. Das geht ja mit der Fackel nicht. So, hier ist aber nichts drin. Das Licht bleibt immer über uns, ja. Hier müssten wir theoretisch auch reinkommen. Ich untersuche jetzt mal die Kammern, ich war noch nie in diesen Kammern drin. Wahnsinn. Wir müssen auf jeden Fall die Augen offen halten nach einem weiteren Schalter, weil, wie gesagt, da war eins noch zu, wo Mumien drin sind. Ich denke mal, wenn wir hier ein paar Gitter schon öffnen konnten, dann werden wir das da unten auch bestimmt noch irgendwie öffnen können. Ja, da ist ein Schalter. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir erstmal die ganzen Pilze mit. Die ich nicht brauche, aber hey. Das ist ja interessant. Schon wieder was herausgefunden. Ja, weil man denkt, man spielt dieses Spiel so oft durch und man kann irgendwann nichts mehr Neues herausfinden, aber jedes Mal enttäusche ich mich selber und jedes Mal finde ich doch wieder irgendwas. Warum habe ich hier das nie durchschaut, den ersten Raum? Da habe ich immer nur die Orks gekillt und bin halt straight durchgelaufen. So.
Okay. Schauen wir mal rein. Was war denn das für ein Zauber? Ich sollte vielleicht lesen, was ich für Zauber mitnehme. Amulett der Kraft, Stärke Bonus 10. Nice! War da. Hey, da war noch ein Kruschwarock drin, okay. Da war ich schon drin. Ich glaube, hier war ich auch drin, jawohl. Aber hier war ich, glaube ich, noch nicht drin. Obwohl, doch, ich könnte hier auch schon drin gewesen sein. Doch, ich glaube, ich war hier auch schon drin. Egal, schauen wir nochmal vorsichtshalber. Nicht, dass ich was übersehe, weil hier gab es schon eigentlich ganz nette Beute. Ich war hier schon drin. So, jetzt würde ich aber sagen, nehmen wir mal den hier und noch einen kleinen. So. Okay, das haben wir schon. Ich glaube, hier, den haben wir auch schon durchsucht. Ich glaube, komm, da werden wir doch irgendwie hochkommen. Jawohl. So, was versteckt ihr? Extrakt, mittlerer Heiltrank, nice. Und was haben wir hier? Gar nichts, okay. Das werden wahrscheinlich alles Ork-Mumien sein. Gehe ich mal von aus, wenn hier ein Ork-Friedhof ist. Sodala. Und hier haben wir noch mehr. Ein Sklavenbrot und eine Mumie. Was für... Ihr hört es auch, ne? Aber ich weiß schon, was das ist. Ihr wisst nicht, was das ist, aber ich weiß es. Aber ignoriert das einfach. Ihr müsst es nicht... Ihr müsst dieses Gestöhne... ignoriert es einfach. Ignoriert es einfach. Genau. So. Wahnsinn, dass man hier reinkommt, ne? Und da ist noch einer. Ein Schalter. Sehr gut. Okay. Ring der Erzhaut, Schutzverwahr von 10. Okay, schön. Was haben wir hier? Feuersturm. Wow, damit können wir 500 Schaden machen. Und ich habe nicht gesehen, welcher Ring das war. Da war ich jetzt zu schnell. Ihr könnt euch das ja nochmal anschauen im Replay. Oder ich werde gleich schnell im Inventar nach. Jetzt habe ich Ork-Friedhof überspeichert, ne? Das war natürlich sehr intelligent. Warum mache ich denn sowas? Egal, wird schon alles glatt laufen. Im ersten Raum, glaube ich, kann man auch nichts wirklich kaputt machen. So, jetzt gehen wir hier rein. Wahnsinn. Lebensenergiebonus. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig. So, und dann haben wir hier noch ein Sklavenbrot und noch einen Höllenpilz. Und eine Mumie. Was verbirgst du? Ein Kruschwarock und noch ein Heiltränke. Oh, jetzt ist mein Licht ausgelaufen. Nein, dich hatte ich gerade. Ich möchte eigentlich zu dir. Ring der Stärke. Nochmal. Oh, sehr schön. Stärke Bonus 10. Das ist was mir gefällt. So. Und dann gehen wir zu der Mumie und schauen wir hier nochmal rein. Das sind jetzt die letzten Amulette Magie. Gibt 10 Mana Bonus. Ist auch nicht schlecht. Wenn ich wirklich mal Magie brauchen würde hier unten. Naja, Amulette Läuterung. Schutz vor Feuer und Schutz vor Magie. Nice. Ich würde sagen, die haben wir mal richtig abgestaubt. Jetzt lege ich erstmal hier den Ring der Kraft ab und tu mal den Ring der Stärke anlegen. Und schon haben wir 5 Stärke mehr. Und was ich dann auch noch machen kann, ist, theoretisch kann ich das ablegen, Amulett der Steinhaut, und das anlegen. Jetzt machen wir halt, jetzt sind wir halt sehr auf Schaden getrimmt. Jetzt habe ich wie viel Schaden? Jetzt habe ich schon 65 Stärke. Das ist schon ziemlich viel. Problem ist, jetzt halte ich halt um einiges weniger aus. Mit einiges meine ich wirklich einiges weniger. Okay, super. Wow. Ich dachte immer, da kommt man nicht rein, weil da Gitter sind. Blacky, 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 du enttäuscht mich jedes Mal aufs Neue. Okay. Hui. So, den Templer, das Zeug nehmen wir mal mit.
Und dann nehmen wir noch das ganze Zeug, was hier so lose rumliegt, mit. Okay. Ist hier noch was hinter der Säule? Man weiß ja nie, ne? Mittlerweile glaube ich, würde ich dem Spiel ja alles zutrauen. Wahnsinn. Findet man doch immer wieder was Neues, auch wenn es jetzt nichts wirklich Weltbewegendes war. So, dann speichere ich hier nochmal ab. Jetzt hätte ich eigentlich den Ork-Friedhof überspeichern können die ganze Zeit und den aufheben können. Ist jetzt auch egal. So. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Oh, da schreit einer. Ja, sie kämpfen hier alle gegen diesen einen der Ball. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Und Nummer 5. Danke für deine Hilfe. Du bist wirklich in letzter Sekunde gekommen. Nein, du bist unsterblich. Koangar schickt mich. Bisher noch nicht. Aber was ist mit Iberion? Ist er wieder zu sich gekommen? Nein, er ist immer noch ohnmächtig. Wir müssen dem Rätsel dieser Höhlen auf den Grund gehen. Nach all den schrecklichen Verlusten kann ich nicht mit leeren Händen zur Gemeinschaft zurückkehren. Doch meine Kampfkünste sind sehr begrenzt und die Orks sprechen nicht auf meine magischen Kräfte an, so wie es die leichtgläubigen Menschen aus dem alten Lager tun. Wenn dich schon unsere Bruderschaft schickt, vielleicht könntest du mir bei der restlichen Erforschung dieser Gruft helfen. Ich habe tote Tempel auf dem Weg hierher gefunden. Meister Koangar hat uns hierhin entsandt, um die Höhlen zu erforschen. Wir hatten nichts als muffige Grabnischen und halb zerfallene Mumien erwartet. Dann plötzlich bewegte sich die Dunkelheit und überall waren Orks. Ich weiß nicht, was sie hier suchen, aber ihr Auftauchen hier ist mehr als ungewöhnlich. Wo sind die anderen Templer? Tot. Ich habe sie unwissend ins Verderben geführt. Ich hoffe, der Schläfer wird mir das verzeihen. Ich werde dir helfen. Gut, sehr gut. Aus dieser Halle führen 3 Stollen. Wir sollten sie alle durchsuchen. Geh voraus, ich folge dir. So, und jetzt haben wir halt hier noch das Problem, dass dieser Templer da ist. Und der sollte eigentlich gar nicht da sein, weil die eigentlich zum Abschlachten da sind für die Orks. Das soll halt so ein bisschen cool sein. Hey, cool, die schlachten sich gegenseitig ab. Soll ein bisschen ja Stimmung geben. Und wir können also nichts mit denen machen, außer sie umhauen und Erfahrungspunkte für sie kriegen. Man hat nichts Negatives daraus, man hat nur halt ein paar Erfahrungspunkte. Und wenn sie halt wieder aufstehen, dann schießen wir sie nochmal im Bogen nieder, um nochmal ein bisschen, noch ein paar Erfahrungspunkte mehr zu bekommen. So mache ich das ganz einfach. Du stehst jetzt natürlich. Du bist wirklich lebensmüde, vor Zeugen jemand kalt zu machen. Ich habe gar keine Erfahrungspunkte für den bekommen. Egal. Ich bin lebensmüde, sagt er. Naja, ist mir auch egal. Ganz froh, dass ich den Arsch gerettet habe, Mann. So, jetzt gehen wir nochmal hoch und schauen, ob da oben noch... Da oben lag auf jeden Fall noch Zeug rum. Genau. Höhlenpilz, ich meine Höllenpilz. Und Nachtschatten und so Zeug. Das ganze Zeug, das ich nie brauchen werde. Hey! Gut, so, dann hätten wir das und dann würde ich sagen, ene mene mu und raus bist du. Gehen wir einfach mal in den Stollen hier. Die Reihenfolge ist jetzt nicht so wichtig, aber man sollte von rechts nach links machen. Das gibt einen kleinen Vorteil. Auf jeden Fall speichere ich jetzt hier nochmal ab, weil ab jetzt können dann Bugs entstehen. Weil der andere Typ dann immer wieder ansprechen muss auf gewisse Aktionen. Und wenn er das nicht tut, dann ist Bug-Alarm. Von hinten! Der andere, den interessiert es nicht. Der geht mal chillig weiter. Ich habe nichts gesehen. Wie würde eine Wache aus dem alten Lager sagen? Ich habe nichts gesehen. Hallo. Hallo. Sie sind halt ein bisschen seltsam und reagieren auf manche Sachen ein bisschen komisch. Ui, das Gerusch war rock, ne? Nur 45 Schaden. Ich könnte sogar anlegen. Gothic 2 braucht man dafür ein bisschen mehr. Und wieder ein Mana-Punkt. Weg. So.
ein Mana-Pünktchen. Na komm her. Oh, läufst du gegen die Kante. Sehr schön. Oh, ich liebe es. Hier gibt es so viele Erfahrungspunkte. Das ist so geil. Gibt halt mal ein Gegner fast so viele Erfahrungspunkte wie 4 Scavenger. Das ist halt so fett. Und dieses Licht ist so praktisch. Und dieser Allrounder ist echt witzig zu spielen, muss ich sagen. Das ist, ich habe noch nie Allrounder gemacht und ich weiß gar nicht wieso. Gothic 1 ist vom Schwierigkeitsgrad ja, wie ich schon öfters gesagt habe, nicht so schwer. Deswegen bietet sich das eigentlich an, außer man macht es vielleicht das erste Mal und ist noch ein etwas unerfahrener Spieler. Dann ist es wahrscheinlich nicht so optimal. So, da ist ein Schalter. Genau, ansonsten ist das eigentlich recht cool. Du kannst ja da so alles ein bisschen, nichts richtig, aber alles ein bisschen. Pergamenthälfte habe ich bekommen, okay. Könnte Baluka darauf ansprechen. Hey, ich habe eine Pergamenthälfte gefunden. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Ja, dann suchen wir mal die andere Hälfte. Aber wir haben hier auf dieser Seite bereits alles erkundet. Deswegen schauen wir einfach in den nächsten Stollen. Vielleicht gibt es ja da die andere Hälfte. Ach, dieses Licht ist so praktisch, aber unglaublich nervig, ne? Eigentlich ist es schon nervig. Also draußen werde ich es nicht benutzen. Draußen werde ich es nicht benutzen, aber drin kann man das ja schon ab und zu verwenden. So. Und es hält so unendlich lang, das ist der Wahnsinn. Da kann man runterfallen. So, Bastardschwert. Kruschpack. Stahlzunge, Trank, Pergamenthälfte. Oh, ein Kampfschwert. Die ganzen Ork-Waffen nerven eigentlich im Inventar. Kriegsschwert war das, oder? Nee, Kampfschwert. Sind alle schlechter als der Fruchtbringer, den ich von Bullet hab. War das hier unten schon alles? Tatsächlich. Ich würde sagen, wir speichern mal ab auf What the fuck und schauen wir mal, was da unten so ist. Ach, da kommt man nur in den Stollen, wo wir vorher drin waren. Deswegen habe ich gespeichert. Ach ja, und jetzt ist mein... Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Das meine ich mit, hier unten kann es leicht buggy sein. So, jetzt. Dies ist die andere Hälfte der orkischen Spruchrolle. So, das Problem war jetzt, der war hier in diesem Gang drin, weil ich blöderweise zu weit vorgelaufen bin. Und wenn man diese Spruchrolle findet und man schaut in seine Richtung, kommt man automatisch in den Dialog, egal wo der steht. Und dann läuft er normalerweise direkt zu ihm her. Und das Problem war aber so weit weg und so blöd vom Winkel, ja, dass er nicht zu uns laufen konnte. Und das passiert, kann öfters passieren. Mir passiert es ziemlich oft. Und das ist eben das Blöde dran. So, ich habe jetzt auf jeden Fall beide Hälften gefunden. Und was fangen wir jetzt mit diesen beiden Stücken denn so an? Die beiden Hälften passen zusammen. Doch ich kann die orkischen Zeichen nicht übersetzen. Hm, na, ganz toll. Naja, dann haben wir jetzt... eine Spruchrolle, beide Hälften, aber wir können sie irgendwie nicht übersetzen und ja, im Grunde hat es uns gar nichts gebracht, dass wir jetzt diese Rolle gefunden haben. Und schon wieder werden wir angesprochen. Warte mal, das ist interessant. Also ich kann diesem Ort beim besten Willen nichts Interessantes abgewinnen. Schweig und betrachte die Runenornamente in dieser Höhle hier. Das sollte ausreichend Material geben, um die geteilten Pergamenthälften zu übersetzen. Das ist es. Es handelt sich um einen Teleport-Zauber. Er scheint aber nur an einem gewissen Ort seine Kraft entfalten zu können. Seltsam. Na gut, wir haben jetzt einen Teleporter-Zauber, wissen nicht, wo wir ihn einsetzen sollen und...
Tja, und jetzt bleibt uns nur noch ein Stollen übrig. Dann gehen wir mal in den dritten Stollen, aber erst im nächsten Part. Und was uns dort erwartet, werdet ihr dann sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, euer Blackie.